Kim ist unzuverlässig, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe. Er vergisst sogar die Hochzeit seiner Mama. Dabei sollte er sie zum Altar führen. Kim ist leider nicht erschienen, weder am Tag vorher noch am Tag der Trauung. Ich bin auf der Hochzeit nicht entschieden, weil ich am Tag vorher in der Disco war. Dann schmeißt der 19-Jährige auch noch seine Ausbildung hin. Mama Trixie ist verzweifelt. Mein Vertrauen zu Kim ist auf Null. Jeder hat nach Scheiße gebaut und das ist bei mir eben auch so. Eine ratlose Mama und ein Sohn, der alles andere als Familie und Verantwortung im Kopf hat. Sie hat Angst und macht sich Vorwürfe. Vielleicht war es doch, dass ich versagt habe als Mutter. Jetzt will Kim alles wieder glattbügeln und seiner Mama beweisen, dass er sie doch liebt. Überraschung für die Mama. Wird Kim seine Mutter doch noch zum Altar führen und ihre Traurigkeit in Freudentränen verwandeln? Kerkrade an der deutsch-holländischen Grenze. Hier lebt Familie McKenny. Mama Patricia, genannt Trixie, sieht sich mit drei ihrer vier Töchter die Fotos ihrer Hochzeitsfeier an. Vor zwei Wochen hat Trixie geheiratet. Doch den schönsten Tag im Leben hat ihr einer gründlich vermasselt. Ihr Sohn. War der Kim nicht mit dabei? Nee. Das fand ich traurig. Der Kim sollte was tun? Dich zum Altar führen. Guck mal, aber er hat dann ja mal wieder geschlafen. Wie immer. Ja, mein Sohn ist zur Hochzeit nicht erschienen. Weder abgesagt vorher oder begründet, warum er jetzt nicht kommt. Und er hat sich auch im Laufe der nächsten Woche gar nicht gemeldet. Ich denke mal, er wusste, wenn er sich jetzt meldet, dass ich erstens traurig bin und die Traurigkeit dann, je länger es dauert, dass ich dann auch ein bisschen sauer reagieren würde. Trixies Traum, am Arm ihres Erstgeborenen zum Altar schreiten. Doch aus dem fröhlichen Festtag wird eine Farce. Ist wieder deprimiert, weil er nicht gekommen ist? Musst du nicht. War doch auch so gut. Aber ich hätte doch keinen dabei gehabt. Sehr eng, wird nicht, es ist nicht. Kannst du schlecht an die Ohren hier hinziehen, oder? Da lachst du irgendwie dann, oder meinst du? Zumal er versprochen hatte. Ja. Hat er versprochen, dass er kommt? Ja. Je später es wurde, desto trauriger, trotz des schönen Anlasses, wurde ich natürlich. Es musste mich ja natürlich jetzt einer zum Altar führen. Leider war es nicht mein Sohn. Ich habe mir dann meine Tochter genommen. War Familie. Ja, und der Weg zum Altar war natürlich nicht so schön. Mit 41 Jahren hat sie endlich den Mann gefunden, mit dem sie alt werden will. Fred. Es ist Trixies vierte Ehe. Und diesmal soll alles perfekt sein. Doch die Hochzeitsfotos zeigen eine traurige Braut, die nicht nur enttäuscht ist, sondern auch krank vor Sorge. Ihr Sohn ist nicht erschienen. Kim hängt lieber mit Kumpels oder seiner neuen Freundin Sabrina ab. Heute will er die 18-Jährige seiner Mutter vorstellen. Mama ist immer noch tief enttäuscht, verbirgt aber ihre Gefühle erstmal vor der neuen Freundin. Die Hochzeit war Freitag vor 8 Wochen. Ist er dann nicht erschienen, hat dann wohl noch angerufen, hat gesagt, ich gehe noch auf Party und morgen früh bin ich dann da. Mhm. Der Termin war da um 9.30 Uhr und mein Sohn ist dann nicht erschienen. Ich war nicht da, weil ich zu lange in der Disco war. Und also am Tag vorher, wir haben donnerstags einen Geburtstag gefeiert von einem Kollegen, also von einem Freund, und dann sind wir in die Mausefalle gegangen, also das ist eine Disco, und dann wurde das ziemlich lange, ich denke mal so bis 5:30 waren wir da, haben ein bisschen viel getrunken, also jetzt an der Zeit lag es jetzt nicht nur, weil ich kann auch nach 3 Stunden wieder aufstehen, nur ich habe leider ein bisschen viel getrunken, bin dann erst um 10:30 aufgewacht, die Hochzeit war um 9:15, 9:30 glaube ich, und es hat dann nicht hingehauen mit diesem 10:30, und dann habe ich auch nicht angerufen, dass ich nicht kommen konnte, oder habe mich also gar nicht gemeldet, das war ein bisschen blöd. Hallo. Hi. Hallo, Schatz. Na? Das ist meine Freundin Sabrina. Hallo, hallo. Sabrina, schön dich kennenzulernen. Ja, auch so. Hi, Mom. Rein mit euch. Hi, Mom. Hi. Trixie ist gespannt. Bekommt die neue Kims, komme ich heute nicht, komme ich morgen Haltung in den Griff? Guck
guck mal, lecker Käffchen, lecker Kuchen. Ah, ich bin ja heute mal pünktlich, fällt mir auf, da hast du sogar was vorbereitet, das ist ja super. Das ist ja nett. Die vorherige Freundin von Kim, die er 2 Jahre hatte, die ging auch arbeiten, war ein ganz liebes Mädel. Aber die hat ihn zu sehr geliebt. Die hat ihm also so den Popo nachgetragen und war auch immer präsent und hat immer gehimmelt. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was Kim wirklich gebrauchen kann. Was ist das für ein Foto da? Ja, das ist mein Hochzeitsfoto. Von der Hochzeit? Ja. Das sieht aber schön aus. Ja, ne? Das Kleid ist voll schön. Ja, fand ich auch. War eine super Hochzeit. Ja? Ja. Wo ist Kim da? Wo bist du? Ich bin nicht da gewesen. Warum bist du nicht da gewesen? Ich hab verschlafen. Die Hochzeit von deiner Mutter? Ja, die war sehr früh. Und ich war... Die war ja auch früh. Kim, du musst jetzt ja vorher schon Bescheid, ne? Aber ich war einen Tag, komm Donnerstagabend. Ich war einen Tag vorher im Musikpark Geilenkirchen und hab verschlafen. Ein bisschen viel. Hättest du vielleicht einmal darauf verzichten müssen, wegzugehen? Und wärst dann vielleicht mal pünktlich aufgestanden zur Hochzeit? Ja. Also Kim, deine Freundin gefällt mir schon mal. Also die hat schon die richtige Denkweise. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Trixie von Kim enttäuscht ist, denn er sollte sie zum Altar begleiten und er ist ihr ältester Sohn und dann erscheint er einfach nicht und ohne abzusagen sogar. Und das ist auf jeden Fall verständlich. Das war ja nicht so geplant. Ich wollte eigentlich nicht so viel trinken und so, aber dann wurde ich die ganze Zeit überredet und dann habe ich nachher so viel getrunken, dass ich dann geschlafen habe. Alles waren die anderen schuld? Ja. Ja. Hat die Schuld schon schnell durchschaut. Ne? Ist er bei dir auch so zuverlässig, wenn es um Termine, Absprachen, Treffen geht? Also er erscheint schon, aber mit einer Verzögerung von ein paar Stunden. Oh, nur ein paar Stunden, Kim. Da hat sie ja noch Glück, ne? Bei mir war sie gar nicht. Kim, schmeckt es? Lecker. Mädchen finde ich klasse. Sie ist zwar schwer verliebt, aber sie vergisst darüber nicht, was eben so im Leben läuft. Und sie hat ihm auch schön hier, ne? Mal so eine vor die Buch geknallt. Was ich allerdings befürchte, ist, dass er die nicht lange hat, die Sabrina. Weil Sabrina eigentlich im Denken viel weiter ist wie er. 2 gegen 1 halt, das war ein bisschen unfair. Also wenn es 2 Frauen sind, ist immer schwer, weil die ja immer super Argumente finden und super reden können. Und dann ist es natürlich sehr schwer, dann rauszufinden irgendwie. Also war schon hart. Das regt dich nicht auf. Ja, schreckt mich ja nicht auf. Ruhig, Blut. Usa. Ja, finde ich aber gut, dass du so denkst. Ja. Ist ja eine vernünftige. Ja, die hat mir schon gut gefallen. Vielleicht kann sie ihn ja so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken. So wie sie jetzt erlebt hat, wie sie ja auch sagt, ja, Makim, aber so geht das nicht. Und sie hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben. Vielleicht passt er sich ja ein bisschen an. Und, wie findest du meine Mama? Nett, sehr nett. Sehr nett? Ja. Hört sich ja gut an. Ja. Danke. Dankeschön. Bitte. Aber das mit der Hochzeit von deiner Mutter, das ist überhaupt nicht okay. Ja, was soll ich denn machen? Was ist passiert? Dich vielleicht mal anständig bei ihr entschuldigen und dir was einfallen lassen? Hab ich doch schon, ja, aber ich weiß nicht, ich muss mir irgendwas einfallen. Aber was denn? Ist vorbei. Streng mal deinen Kopf an. Passiert, Hochzeit ist vorbei. Ja, nein, da kannst du dir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Ja, was denn? Ja, überleg dir was. Das ist die Hochzeit von deiner Mama gewesen. Ja, ist aber schwer, sowas zu überlegen, wenn man eine Hochzeit verpasst hat. Das ist ja nicht einfach so, jetzt kann ich einfach mal zum Essen einladen. Das war's oder so, muss ja schon ein bisschen mehr sein. Also. Ja, ich weiß aber nicht was. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Ich kenne deine Mama da zu wenig für, womit ich dir irgendwie eine Freude machen könnte. Ja, mir ist es auf jeden Fall wichtig, das irgendwie, also das mit dem Versäumnis der Hochzeit wieder irgendwie gut zu machen, weil es war natürlich sehr wichtig und mir wird da auch schon irgendwas einfallen. Also ich denke mal schon, dass ich da irgendwie
was organisieren werde oder keine Ahnung, also irgendwas. Vielleicht mache ich dann so eine Nachhochzeitsfeier, also sowas zum nachträglich mal was machen, wo ich dann auch da bin. Also ich werde auf jeden Fall jetzt reinhauen. Ich bin halt ehrgeizig. Trixis große Hoffnung, eine Freundin, die den 19-Jährigen zurechtstutzt. Ehemann Fred soll sie auch begutachten. Mama, Schatz, komm mal schnell gucken. Oh, sieht da ganz gut aus, oder? Ja, hoffentlich holst du ihn auch auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielleicht kann sie was bewirken, was wir nicht können. Nee. Händchen halten, Komplimente. Bei seinen Freundinnen hat Kim keine Probleme, Gefühle zu zeigen. Bei seiner Mutter schon. Aber mich liebt. So genau kann ich das jetzt nicht beantworten, bin ich mir nicht sicher. Denken Sie oft drüber nach? Ja. Und ich möchte auch jetzt nicht anfangen zu weinen. Als Trixie sich von Kims Vater trennt, ist der Junge 3 Jahre alt. Das rebellische Scheidungskind wächst ihr schnell über den Kopf. Kim wird immer wilder und akzeptiert keine Autorität. Die Nachbarn fürchten den aggressiven Jungen. Als er 16 ist, gibt sie ihn zu seinem Vater. Ich habe Kim gegenüber ein schlechtes Gewissen. Ja, ist mein Ältester und an ihm habe ich immer ganz besonders gehangen. Ich gehe mal davon aus, weil er eben so war, wie er war und ist. Und mache mir also zum Vorwurf, dass ich das nicht so geschafft habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann einfach gesagt habe, hier Augen zu, gib ihn zum Vater, der wird das schon regeln. Obwohl ich im Grunde genommen wusste, er wird das auch nicht schaffen. Weil Kim konnte einen wirklich bis zum Wahnsinn treiben. Leider kann ich es nicht mehr ändern. Vielleicht würde ich es heute anders machen. Seit 3 Jahren lebt Kim bei seinem Vater. Und in der Familie ist wieder Ruhe. Trotzdem fürchtet Trixie, dass ihr Sohn sich abgeschoben fühlt und sein Leben deshalb so entgleist. Ehemann Fred will Trixie beruhigen. Doch seit dem Hochzeitseklat hat auch er ein gespaltenes Verhältnis zum Familienrebellen. Kim war immer schon sehr auf seinen Vater bezogen, auch als Kind schon. Ich habe immer das Gefühl, dass er seinem Vater da mehr vertraut oder mehr mit ihm spricht als mit mir. Ja, im Moment lebt er ja noch bei seinem Vater. Im Moment ist es ja auch logisch, dass er mehr mit ihm spricht als mit dir. Dann würde ich mal sagen, ja, dass ihr zweimal ein Mutter-Sohn-Gespräch macht. Belastend tut mich das genauso wie bei ihr auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das so spurlos an mir vorbeigeht. Weil ich dann selber drüber nachdenke, halt, der Junge ist 20 Jahre alt. Ich bin einer, der verhält sich halt hat sich mit 20 nicht so verhalten. Einen Tag später. Kim muss unbedingt mit seiner Mutter reden. Er hat schlechte Nachrichten. Und sein Ruf eilt ihm voraus. Mama Trixie weiß schon von Kims Vater, dass er seine Ausbildung als Hotelfachmann einfach hingeschmissen hat. Ja. Kleinen. Welcher Glanz in dieser Hütte. Der verlorene Sohn ist da. Ja, dass du dich noch mal sehen lässt. Komm rein. Mein Vertrauen zu Kim ist eigentlich auf von der Skala von 1 bis 10 auf 0. Komm mal, ihr drei Süßen, könnt ihr mal eben nach oben gehen? Wir müssen mit Kim was besprechen. Ja, ist das okay? Keine Streitereien vor den Kindern. Trixies oberstes Gebot. Kim war nicht bei ihrer Hochzeit, er treibt sich in der Gegend herum, er hat seine Ausbildung als Hotelfachmann abgebrochen. Jetzt nimmt Trixie ihren Teenie-Sohn ins Kreuzverhör. Ja, Kim, erzähl mal. Was habe ich gehört? Ja, Ausbildung Ende. Hat nicht mehr geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Weil ich da die schlechtesten Arbeitszeiten hatte, die es gibt. Die ich da muss wäre? Ein Jahr lang Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten. Das und den Rest der Woche? Ja, ich habe dienstags frei und 2 Tage Schule und den Rest wieder arbeiten. Also ich habe einen Tag frei und 2 Tage Schule, ja, wo ich nach der Schule zwar nicht arbeiten muss, aber kann ich nichts mit anfangen. Ich habe immer Frühschicht und dann muss ich um 5 Uhr aufstehen, um 5:30 mit dem Zug fahren. Und dann kann ich am Tag vorher zum Beispiel nichts mehr machen. Dann ist der Tag vorher auch schon gestrichen. Ja, und der Tag dann auch noch. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, das weiß ich, aber ja. Es ist aber auch nicht normal, dass man im ersten Lehrjahr direkt Freitag, Samstag, Sonntag geht, immer arbeiten muss. Und also, das war jetzt nur bei dir so? Ja, bei den anderen Ausbildern nicht. Da waren noch 2 andere und bei denen war es anders.
Er verstrickt sich in ein Netz von Lügen. Trixie und Fred können seine Geschichten nicht mehr glauben. Wenn dann jemand sagt, ich muss ein Jahr am Wochenende arbeiten und da sind ja mit Sicherheit noch andere auszubilden, die das denn nicht müssen, angeblich nicht müssen, dann sage ich, da stimmt irgendwo was nicht. Damals, als der Kim noch bei mir gewohnt hat, auch da war ich nachher so weit, wenn der Kim sagte, guten Morgen, habe ich erstmal aus dem Fenster geguckt, ob wirklich Tag morgens ist. Ne? Also man konnte ihm wirklich gar nichts, aber auch überhaupt nichts mehr glauben. Ne? Wieso fragst du nicht mal nach, warum? Warum du das machen musst und die anderen nicht? Ist da vielleicht nicht noch was anderes vorgefallen? Nein. Nein? Hat das jetzt so glauben? Ja klar, ist nichts vorgefallen. Die können, ja, aber da kann nicht sein, dass du ein Jahr lang am Wochenende arbeiten musst und die anderen nicht? Anscheinend schon. Anscheinend hat man einen Kick auf mich gehabt. Komischerweise. Ich habe mir die Ausbildung nicht einfach vorgestellt, sondern ich habe mir einfach nur vorgestellt, dass ich nicht Freitag, Samstag, Sonntag arbeiten muss. Also ich wollte mich auf jeden Fall total reinhängen, habe ich mich auch. Nur damit in Halbzeiten hat es halt nachher nicht geklappt. Also ich will auf jeden Fall, wenn ich eine Ausbildungsstelle kriege, will ich mich so da reinhängen, dass ich auch irgendwann mal Chef werde. Ich spiele ja noch Fußball im Verein und ich kann jetzt nicht einfach alles aufgeben. Du spielst Fußball im Verein, weil wann sind denn die Spiele? Sonntags. Wie viel Uhr? 3 Uhr, 11 Uhr. Wenn du ausgeschlafen hast von der Party. Ich spiele ja nicht immer samstags weg, Freitag gehe ich ja meistens weg. Ja, jetzt lass uns doch mal aufrechnen. Klamotten im Monat. Ausgehen im Monat. Von A nach B kommen im Monat. Ja, das ist, wenn das schon nicht wäre, dann wäre es schon viel einfacher. Wie wenn das nicht wäre? Wenn ich ein Auto hätte, wäre alles viel einfacher. Ja. Auto kostet Geld, Auto kostet Versicherung, Auto kostet Steuer. Ja. Und dann nicht so knapp. Du fängst mit weiß ich nicht wie viel Prozent an. Kommt drauf an, wenn ich auf meinen Namen anmelde, wenn ich auf einen anderen, auf meinen Papa oder keine Ahnung. Ja, Papa. Dann willst du ein Auto fahren, ein Auto kaufen, ein Auto unterhalten und Sprit. Ja, kommst du ja, ich meine, wenn ich jetzt, will jetzt kein Ferrari haben. Ich will, das spielt keine Rolle. Ja. Du kannst einen Fiat Panda haben, der kostet Geld. Eigentlich ist es traurig, wenn man das als Mutter sagen muss, aber Kim müsste eigentlich mal ganz tief fallen, damit er weiß, was es überhaupt heißt zu leben. Leben zu können, Leben finanzieren zu können. Nur Kim, ich meine, ich nehme da selber auch die Schuld auf mich. Man versucht ihn immer aufzufangen, ob es der Vater ist, ob es die Omas sind. Ich für mich denke mir, die einzige Hilfe, die ich ihm wirklich noch geben könnte, wäre eigentlich, ihn fallen zu lassen. Ich merke mir das schon, so diese Kritik. Also manchmal merkst du mir. Ja, ist klar, wie immer. Ja, mein Mäuschen kommt mit. Gut, doch. Tschö, Kim. Ihr könnt mich ja anrufen. Tschö. Nix wie weg. Kim ist immer auf dem Sprung. Pflicht erledigt, jetzt geht es wieder zur schönen Seite des Lebens über. Feiern mit Freundinnen und so ist mir schon sehr wichtig, weil das eben Spaß macht und das auch eigentlich auch sehr wichtig ist, weil Freunde sind ja auch sehr wichtig. Und es macht halt immer Spaß, wegzugehen in Discos oder, keine Ahnung, ein bisschen tanzen, ein bisschen Alkohol dabei auch und dann ein bisschen Spaß haben. Und Familie, Er sieht halt einfach so locker, flockig. Ich weiß nicht, wo es her hat, so habe ich das Leben nie gesehen. Ich bin immer arbeiten gewesen, ich habe auch meine Ausbildung gemacht und habe zwischendurch noch Kinder gekriegt und habe geheiratet und versucht, halt das Beste daraus zu machen. Ne? Und bei ihm ist alles nur Party, 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 Freundin, Freundin. 3 Tage später. Ihre Töchter sind von der Schule zurück und Mama Trixie hat wie jeden Tag ein aufwendiges Mittagessen gebrutzelt. Auch Zimmermann Fred hat schon Feierabend. Leckeres Essen, die Geborgenheit einer Familie, da kommt Besuch. Kim vom Stamme Nimm. Hallo. Hi Kim, hast du gerochen, ne? Was? Das Essen gibt. Gibt's Essen? Ja. Ah, was für ein Zufall. Kommst ja genau richtig. Prima. Also wenn ich kein Geld mehr von meiner Familie kriegen würde, dann würde ich natürlich mir sofort einen Job nehmen. Dann würde ich alles nehmen, ist ja klar. Dann würde ich auch diese 400-Euro-Basis-Jobs nehmen. Dann ist ja klar, würde ich auf jeden Fall machen. Dann müsste ich gucken, wie ich das schaffe. Also mit 400 Euro ist natürlich zwar schwer, aber ich würde es bestimmt hinkriegen. Sonst kann er Mama weichklopfen wie ein...